Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Krieg dein Geld Hochbundle von Fatal. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Krieg dein Geld hoch von Fatal. Das Ganze am 13. März erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist schon ein paar Wochen her, ich hätte euch das ganze Bundle gerne etwas früher vorgestellt, allerdings hat es dann doch etwas gedauert, bis von dem Webshop von Hutmacher Entertainment das Bundle bei mir angekommen ist, aber ja, besser spät als nie, heute ist es endlich soweit. Wir haben hier ein Bundle bestehend aus drei Inhalten, und zwar haben wir hier einmal das Tape, dann haben wir ein Poster und ein Shirt. Das Shirt ist nur in Folie, der Rest nicht. Bedeutet, wir werden hier mal aufmachen. So, einmal das Shirt vom Plastik befreit. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Selten aber doch gibt es ihn noch. Wir haben hier tatsächlich ein Tape, also eine Kassette. Hutmacher Entertainment präsentiert Krieg dein Geld hoch. Big Toe aka Fatal. Auf der Seite lesen wir auch wieder Hutmacher Entertainment präsentiert Krieg dein Geld hoch. Dann haben wir die Katalognummer HME 010. Hier oben nochmal das Logo von Hutmacher. Und auf der Rückseite die Social Media Kontakte. Einmal von Hutmacher, einmal von Fatal. Die Logos und die Credits, die Beteiligten. Okay, dann schauen wir mal hinein. So sieht das Tape aus, die Kassette in schwarz und weiß. Das ist in diesem Fall die B-Seite. Und hier haben wir dann die A-Seite. Jawohl, also hier auch wieder schwarz-weiß beschriftet. Hier lesen wir Big Toe, aka Fatal, Hutmacher, Entertainment. Und hier oben nochmal natürlich Label, Albumtitel und Katalognummer. So, was haben wir noch? Natürlich ein Booklet. In diesem Fall dieser Einleger hier beim Tape. Hier haben wir einmal ein Foto von Fatal in schwarz-weiß. Dann hier das Logo von Hutmacher. Und dann haben wir natürlich auch die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 13 Tracks an der Zahl. 6 auf der A-Seite, 7 auf der B-Seite. Und wir haben auch Features mit dabei von Locke Nummer 19, Bones MC, Clubsmane und Neasy. Also 4 Features hier mit drauf. Dann packen wir diesen Einleger hier wieder rein. So. Und natürlich auch die Kassette, das Tape. So, so viel zum Tape. Dann kommen wir zum Poster. Das hier einmal im Querformat gestaltet ist. Hier haben wir das Cover, aber eben im Querformat. Wir sehen hier den Interpreten, wie er Geldscheine zählt. Das sind auf jeden Fall keine Euro. Ja, schwer zu sagen, was das hier ist. Eventuell Schweizer Franken oder auch irgendwas in Asien. Keine Ahnung. Ja, für mich sieht das eher nach asiatischem Geld aus. Und auf der Rückseite auch wieder in Schwarz-Weiß das Foto, das wir schon bei dem Einleger dabei hatten, bei dem Tape-Einleger, hier schwarz-weiß in dieser dunklen Seitengasse. Und auch hier sieht es mir stark nach Asien aus, wenn ich mir hier so diese Fassaden anschaue. Jo. Gut, also Poster beidseitig bedruckt, beide Male im Querformat, einmal farbig, einmal schwarz-weiß. Und als letzten Bundle-Inhalt haben wir hier noch ein Shirt. Das Shirt in schwarz. Wir haben dann hier auf der Brust diesen Aufdruck hier in weiß und lila. Gruppe, dann das Logo wieder von Hutmacher Entertainment Berlin. Weiß, lila und schwarz. Auf der Rückseite nichts drauf, glatt schwarz. Und wir haben es hierbei zu tun mit einem Hutmacher in der Size M. Die Größe konnte man frei auswählen. Ich habe mich in diesem Fall für M entschieden. Okay. Sonst hier weiter nichts. Jetzt schauen wir nochmal kurz, ob wir hier irgendwo einen Zettel vorfinden. Ah ja, genau, hier unten am Bund. Nochmal das Logo hier vernäht. Das würde mich interessieren.
Ja, genau, danach habe ich gesucht. So, wir haben es hier zu tun mit einem Mula-Shirt. Dann haben wir natürlich hier die Wasch- und Pflegehinweise. 100% Baumwolle. Aber ansonsten steht jetzt hier nichts. Hier steht nur noch Made for Happy Employees. Aber nicht genau, wo das Ganze hergestellt wurde. Okay, Grüße gehen raus, unbekannterweise. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in schwarz-weiß und lila. Dann das Poster, beidseitig bedruckt, beide Male im Querformat, einmal farbig, einmal schwarz-weiß. Und natürlich das Tape an sich. Das Ganze gab es übrigens nur über den Shop von Hutmacher Entertainment. Ansonsten konnte man das Ganze nicht physisch bestellen. Sowohl Bundle als auch Tape nur über die Website verfügbar und ansonsten eben nur digital zu kaufen. Ja, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hutmacher Entertainment bzw. Fatal unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.